Sag mal, ich hab doch hier die Pistole freigeschaltet, gell, mein Guter? Finden Sie sich zurecht? Genau die. Hätte ich gern. Okay, kann ich mir aber nicht holen. Da hätte ich gern eines Scharfschützengewehr. Schrotflinte ist auch nicht schlecht. Granatwerfer finde ich jetzt nicht so dolle. Scharfschützengewehr. Bitte. Oh, bitte. Bekomme ich jetzt irgendwas? Lol. Ich hab's einfach bekommen. Na gut. Dann gehen wir mal zum Auftrag. Hab ich's einfach so? Ja, ich hab einfach so ein Gewehr bekommen jetzt. Raus, sofort. Nein, das darf nicht wahr. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Ja, Polizei, schnell, komm schnell. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Wir brauchen dringend die Polizei hier. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Ja. Oh. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Hier ballert einer rum, schicken Sie... Können Sie das wiederholen? Hallo? Jetzt reicht's aber langsam noch irgendjemand. Oh mein Gott. Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt schnell. Bevor noch einer auf die Idee kommt anzurufen. Hui! Wie soll er rein? Hilfe! Nein! Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helen? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Alles klar. Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Hab ich doch gar nicht. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Dunkle Haare, grüne Brille. Und ein Rucksack. Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte, perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin Bergzeug, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Ah. Na nü, wo ist sie denn? Das habe ich erst fast jeden gehackt. Okay, Helen. Und zu dir. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten.
Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Sehr schön. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Den werden sie brauchen, das werden sie brauchen, denn... Da. Wir holen uns jetzt den Herren, Damen, was auch immer. Und dann werden wir schon wieder angerufen. Nervös, Piers. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Dafür, dass er nervös ist, klang das jetzt ziemlich... Och, weißt du was? Ich hab Bock auf Motorradfahren. Go! Ja, gut, dann fahren wir ins Motorrad und holen uns den Typen, der unsere Identität erklären will. Wir tun es ja eigentlich nur, damit unsere Familie nicht in Gefahr tritt. Und wie gesagt, eigentlich will er ja aussteigen, aber er hat sich halt schon so tief reingeritten, dass es nicht mehr geht. Und darum müssen wir jetzt zu solchen Maßnahmen ergreifen. Wow, das war knapp. So. Ihr müsst jetzt gleich eine Kreuzung kommen, ach da. So. Stopp. Ach da, da ist er. Oh mein Gott. Ich muss den so ausschalten. Schalte ich den aus? Einsteigen. Wow, ich will nur einsteigen. Ich will nur einsteigen. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Ding? Okay, ich habe gar nicht gemerkt, dass der Typ weitergefahren ist. Ich dachte, er ist stehen geblieben. Das war jetzt ein kleines Missgeschick. Ich hoffe, ich bleibe jetzt auf dem Motorrad. Angelo Tucci. Oh nein. Organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Das ist auch das. Das ist auch das Motorrad. Autsch! Ich verfolge sein GPS. Das Ding ging vorher besser. So, jetzt. Wir sollen ihn vor dem Gefängnis abfangen. Das heißt, wir haben eine gewisse Zeit, bis wir ihn abfangen können. Diesmal fahre ich nicht blindlings an ihm vorbei, sondern schaue, was passiert. Bleib mal stehen. So. Nein!
Lol, das war gar nicht das richtige Auto. Hier. Kannst du kurz... Hallo? Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Nur mehr als nur ein paar. Da kommt echt riesen Ärger auf dich zu. Super. Ich brauche echt Hilfe! Go, 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 go! Auf dem Weg! Komm schon! Rein, ihn rein, tu es! Komm schon! Ja, nice, bin nah genug dran wieder. Was war das denn? Ah! Sehr cool. Und da ist er. So, wie schalte ich ein Auto aus? Wie schalte man ein Auto aus? Soll ich denn ein Auto ausschalten? Ich verstehe es nicht. Ja, also. Er ist aus dem Auto raus. Na also. Oh mein Gott. Sind die? Moment. So, der wäre tot noch. Reihe, so wie es aussieht. Wie komme ich denn am besten an die ran? Oh, das sind auch Feinde. Achso, ich kann auch fliehen, okay. Das ist natürlich eine andere Sache. Töten sie angelose Binde oder fliehen sie? Da ist ein Auto. Weg hier. Noch ein Auto sollte jetzt theoretisch nicht kommen. Hoffe ich. Wir gehen aber mal kein Risiko ein und verschwinden. So. Ja, dann kommen wir locker raus. Einen Typen getötet, bevor er eine Aussage machen konnte. So. Hier werden wir wahrscheinlich gleich angerufen von den Herren. Ruf Anarchist, wir müssen uns ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht... Oh. Wir haben wieder Skillpunkte erhalten. Das ist sehr cool. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Hast du ein Problem? Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy.
Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy.